into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. An die Bevölkerung ergeht die Aufforderung, während der Evakuierung Ruhe zu bewahren. Gut geschlafen? Soll das ein Witz sein? Nein, eigentlich nicht. Kommst du mit? Zum Schwimmen, meine ich. Warum hast du mich herbringen lassen? Weil ich Lust dazu hatte. Und um Ambers dummes Gesicht zu sehen. Wann bist du zuletzt geschwommen? Schon ewig her. Du siehst aus, als könntest du eine Abkühlung gebrauchen. Kann sein, aber nicht mit dir. Na, ganz wie du meinst. Ich will dich ja zu nichts zwingen. Ich weiß, du bist ein freier Mann. Du sagst es. So frei auch wieder nicht. Entschuldige. Du hast dich noch nie für was entschuldigt. Du würdest dich wundern, Bray. Ich habe mich schon für einiges entschuldigt. Ich werde es dir später mal erzählen, Bray. Irgendwann. Haben Sie was geklaut? Die Locos? Nein, aber alles durchwühlt. Soll ich beim Aufräumen helfen? Lohnt sich das? Die Ohrringe fand Lex doch so toll. Hör auf, Ryan. Auf sowas hat Lex überhaupt nicht geachtet, das weißt du. Hoffentlich geht's ihm gut. Der wird schon wieder. Genau wie Tyson. Die hatte ja nicht den Virus, nur eine Erkältung. Der wird schon wieder gesund. Du kennst doch Lex. Nein, Ryan. Eben nicht. Zeit für deine Medizin. Sehr witzig. Na, na. Wir wollen doch gesund werden. Da spiele ich leider nicht mit. Schluck das und sei still. Ich bin nicht dein Versuchskaninchen. Das kannst du selber schlucken. Ich sag's dir ungern, aber genau das bist du, Lex. Soll ich's dir beweisen? Mit den Muttersöhnchen da? Die werden's dir schon eintrichtern. Auf dein Wohl. Leg's hin. Worauf wartet ihr? Die große Ebony hat genauso viel Angst wie alle anderen. Mach nur so weiter. Du wirst schon sehen. Sie ist heute Morgen da reingegangen und jetzt kommt sie nicht mehr raus. Was ist los? Ach, Clara, lass sie in Ruhe. Warum? Chloe, es gibt wichtigere Dinge als Hühner. Wo sind die anderen? Trudy ist bei Brady und wo die anderen sind, weiß ich nicht. Dann such sie. Sie sollen alle ins Café kommen. Hier zu suchen. Ich wollte doch nur helfen. Das kannst du. Verschwinde aber schnell. Du bist doch an allem schuld. Du hast sie hergebracht. Nicht die Locos. Ich kann echt nichts dafür, dass die hier waren. Dafür sollen wir dir wohl auch noch dankbar sein, was? Spiel deine Spielchen im Kindergarten, aber bring uns nicht in Gefahr, du kleiner Mistkerl. Verschwinde von hier. Na los, mach schon. Wie ist sein Zustand? Stabil. Das hat noch keiner über Lex gesagt. Du weißt schon, er ist so charmant wie eh und je. Kann ich zu ihm? Du hast dich verändert. Wieso? Jeder Blödmann ist dir wichtiger als ich, sogar Lex. Du hast dich wirklich verändert. Oder kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Das ist schon sehr lange her. Also so lange auch wieder nicht. Ich habe das Gefühl, als wäre es gestern gewesen. Was soll der Quatsch?
früher hättest du bestimmt nicht dieses ganze Theater veranstaltet. Du machst auf cool. Ich habe mich wohl für den falschen Bruder entschieden. Aber damals bin ich echt auf dich abgefahren. Und dir ging es genauso, oder? Bist du dir sicher? Ziemlich sicher. Sud ist nicht mehr da. Was kann uns jetzt noch abhalten? Zum Beispiel Amber. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Ich fürchte doch. Was fehlt denn? Eigentlich alles. Jetzt übertreib doch nicht so. Ich habe den Wassertank kontrolliert. Der funktioniert noch. Hauptsache, wir finden Bray. Aber wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Dann müssen wir ihn suchen. Wo denn? Keine Ahnung, überall. Die Stadt ist groß. Und gefährlich. Und Bray ist kein Kind mehr. Was soll das wieder heißen? Reg dich nicht auf. Ich wollte damit nur sagen, dass er auf sich selbst aufpassen kann. Sollen wir ihn bei den Locals lassen? Selbst wenn wir sie finden würden, was können wir schon machen? Stürmen wir doch ihr Hauptquartier und bewerfen sie mit zerbrochenem Geschirr. Was habt ihr? Da! Ich möchte hier nicht mehr wohnen. Hier ist es schrecklich. Ihr seid hier zu Hause. Ich fühle mich aber hier nicht wohl. Ich sage euch, wenn ich mich überhaupt irgendwo zu Hause fühle, dann hier. Aber wir sind hier nicht mehr sicher, Trudy. Was machen wir, wenn einer von den Stämmen hier wieder aufkreuzt? Die kommen nicht wieder. Wonach sollten die hier noch suchen? Die wollten das Gegenmittel. Und das haben sie jetzt. Die wissen eben nicht, was wir sonst noch haben. Wir haben immer noch die Disketten. Ich habe sie versteckt. Wo denn? In der Buchabteilung. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass einer von denen eine Leseratte ist. Jack, das ist genial. Das ist brillant. Und wenn sie doch geklaut sind? Was soll das nun wieder? Holen wir sie doch einfach. Sandra, gerade rechtzeitig zum Saubermachen. Was man noch gebrauchen kann, behalten wir. Den Rest schmeißen wir weg. Ryan, du hilfst Celine in der Möbelabteilung. Ich brauche Ryan. Wann? Sofort. Ryan? Hauptsache, sie schickt ihn zurück, wenn sie fertig ist mit ihm. Mit neuem Halsband und Leine. Okay, alles klar. Ich habe dich an alle Batterien angeschlossen. Danke. Auf geht's. Und was findest du? Wahrscheinlich den Einkaufszettel von einem Laborassi. Der, was soll das eigentlich immer? Ich meine noch das Rumstänkern vorhin im Café. Mal ehrlich, wir wissen doch gar nicht, wonach wir suchen. Ich dachte nach der Formel für das Gegenmittel. Ja, klar. Erst knacken wir den Code und dann wird das Gegenmittel mit dem, was hier so an Chemie rumliegt, zusammengebraut. Hast du vielleicht eine bessere Idee? Nein. Dann halt den Mund und lass das Genie arbeiten. Brauchst du noch irgendwas? Schokolade? Die zu kriegen ist genauso wahrscheinlich wie den Code zu knacken. Ich soll sie verkaufen? Ja, Ryan. Mal sehen, was sie dir bieten. Das sind Designerklamotten, die waren nicht billig. Und was soll das? Ich will das Zeug nicht mehr. Ich fang von vorne an. Eine neue Sandra. Warum? Die alte Sandra war ein Idiot. Ich habe mich für Lex zurechtgemacht und er hat mich nie geliebt. So was Blödes. Ich mochte die alte Sandra. Dann gewöhn dich mal an die neue. Ich werde nämlich Mutter. Und ich will nicht, dass mein Kind glaubt, dass ich nur Zuckerwatte im Kopf habe. Oh, wo wir gerade dabei sind. Die können auch weg. Vielleicht kannst du sie eintauschen. Brot wäre ganz gut und Milch für die Kinder. Die sehen ganz blass aus. Worauf wartest du, Ryan? Sandra? Was? Ich finde dich einfach toll. Alt oder neu. Ja, stimmt, das bin ich. Ich habe einen Freund von dir mitgebracht. Hallo, Freund. Lex? Zeit für seine Medizin. Gib du sie ihm. Du hast wohl immer noch Angst vor mir. Ich bin nur vorsichtig. Hier, bitte. Spielst du immer noch den Helden Bray? Du bist der Held, Lex. Dir haben wir es zu verdanken, dass wir alle noch am Leben sind. Ich wollte nur meine eigene Haut retten. Ja, klar.
Bray, tu mir einen Gefallen. Ich werde sterben. Also kein Gesülze, ja? Wir konnten uns nie besonders gut leiden. Und das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern. Also warum gehst du nicht einfach? Schluck deine Medizin. Na, mach schon. Willst du zu mir kommen und mich zwingen? Auf deine Gesundheit. Von wegen. Bray, mal ehrlich. Seid ihr zwei... Weißt du was? Mir wird schlecht, wenn ich an sie denke. Wenn du den Kopf hängen lässt, bringt ihn das auch nicht zurück. Warum lässt Ebony ihn nicht frei? Sie braucht eine Geisel. Sie hat doch Lex. Ja, ich verstehe es auch nicht. Du kennst doch beide noch von früher. Etwas. Ebony war viel mit Zoot zusammen. Bray und Zoot mochten sich nicht. Und weißt du sonst noch was? Nein, sonst nichts. Will sich Ebony vielleicht rächen? Nein, Ebony würde Bray nie was tun. Die Sache war damals sehr kompliziert, bevor wir gingen. Ich muss ihn einfach finden. Wir haben nur Mehl. Dann backen wir Brot. Brot und Wasser? Wie im Gefängnis. Jemand muss nach Lebensmitteln suchen, bevor es dunkel wird. Ich gehe. Amber, warte! Ihr könnt hier bleiben und euch um die Kinder kümmern. Amber! Was war denn das schon wieder? Na, ob die was zu essen findet? Wer ist da? Wer ist da? Ach du, Casey. Was machst du denn hier? Drückst du dich wieder? Ist was? Amber will mich rausschmeißen. Was? Ich habe die anderen Stämme hergeführt und die haben alles kaputt gemacht. Hattest du eine Wahl? Ich hätte mich genauso verhalten. Echt? Ja, und Amber auch. Die rastet doch nur aus, weil sie sich Sorgen um Bray macht. Die kann dich hier gar nicht so einfach rausschmeißen. Da muss erst abgestimmt werden. Das will sie doch selbst immer. Die Geister, die sie rief, die wird sie nicht. Was? Das hat mein Dad immer gesagt. Ich hatte nie einen Dad. Hast du damit schon mal gespielt? Willst du mal? Ja, aber der ist doch kaputt. Das kriege ich wieder hin. Echt? Klar. Soll ich? Ja. Wie heißt das Zauberwort? Was? Sag bitte, du Blödmann. Ach so. Bitte. Knäckebrot. Was anderes haben wir nicht. Wenig Salz, wenig Fett. Die richtige Diät, um steinalt zu werden. Ja, ja, toll. Hey, hey, die brauche ich. Reg dich ab, ich besorg dir neue. Und woher bitte? Jetzt leg die zurück. Für den Computer brauchst du sie nicht. Da hast du die Autobatterien. Wofür willst du die überhaupt haben? Für den Helikopter. Was? Für so ein albernes Spielzeug? Das sind nicht deine Batterien, die sind für uns alle da. Ja, aber nicht für so einen Schwachsinn. Bleib ruhig, Jack. Wieso bist du ausgestiegen? Was heißt ausgestiegen? Ich find's nur unfair, wenn man Leuten falsche Hoffnungen macht. Komm, Casey. Wie läuft's denn? Ich komm einfach nicht weiter. Diese Dateien haben irgendwie ein neues Passwort. Welches hast du versucht? Virus, Gegenmittel, Formel, Apokalypse, Weltuntergang, einfach alles. Ich meine, es kann wirklich alles sein. Vielleicht sogar was ganz Einfaches. Ach. Hast du es mal mit Bitte versucht? Ja, von wegen. Bitte. Ich bin drin.
Brauchst du sonst noch was? Schokolade. Träum weiter. Kriegt man hier auch mal was zu essen? Ebony will doch nicht, dass ihr kleines Haustierchen verhungert. Ich bin ihr Versuchskaninchen. Ich sag dir mal was. Du bist noch viel schlimmer dran als ich. Ich schluck wenigstens das Gegenmittel. Und wenn's wirkt, kriegst du davon sowieso nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ebony mit euch am Pool eine Schluckimpfung veranstaltet. Oh nein. Wenn das Zeug wirkt, dann wird sie garantiert alles selbst schlucken. Ja. Also, wenn du dich ansteckst, wer weiß, vielleicht hast du das schon. Vielleicht hast du den Virus schon eingeatmet. Ryan, na endlich. Fass mal mit an. Was hast du denn? Ich war draußen. Für Sandra, ja, ich weiß. Das ist echt schlimm da. Das war's schon immer. Nein, das war's nicht. Die drehen alle durch. Ich hab Angst, es ist, als ob die Welt untergeht. Dann bleib lieber in der Mall. Sandra hat mir das hier gegeben. Sie wollte, dass ich dafür Essen organisiere. Hast du was gekriegt? Nichts. Die wollen nicht mehr tauschen. Das Zeug ist wertlos. Trotzdem ist es wahnsinnig schön. Kannst du haben. Sandra will es nicht mehr. Nein. Eine Kette. Oder wenigstens Ohrringe. Nein! Warum denn nicht? Die stehen dir bestimmt gut. Ich möchte das nicht, Ryan. Ehrlich, Sandra wäre das egal. Ich habe aber kein Interesse an Sandras alten Sachen. Das habe ich nicht verdient. Begreifst du das nicht? Wenn du dich als ihr Fußabtreter wohlfühlst, bitte sehr. Schrei so viel du willst. Die kommen nicht. Nicht solange ich hier bin. Sie haben Angst. Die wollen sich nicht bei mir anstecken. Wache! Welchen Teil hast du nicht verstanden? Sie oder Angst? Sie sind nicht die Einzigen, stimmt's? Du zeigst es nicht, aber du schwitzt Blut und Wasser. Genieß deine Macht, solange es noch möglich ist, aber es wird nicht mehr lange dauern. Du bist die Herrscherin einer Welt, die 5 Minuten vor dem Untergang steht. Du bist ein Vollidiot, Lex. Du hättest längst fliehen sollen. Wohin? Wo soll ich hinfliehen? Ich hab doch gar keine Chance. Genau wie du. Das Versuchskaninchen verabschiedet sich. Hör auf mit dem Quatsch, Lex! Das Mittel kann dich vielleicht retten. Damit könnten wir die Welt regieren. Wenn du es willst, dann trink's doch. Lex, nein! Nicht! Tu das nicht, Celine. Das passt doch gar nicht mehr zu dir. Fang nicht wieder damit an. Keine Sorge. Mir geht's gut, wirklich. Was ist denn das? Das hier ist meine Notration oder das, was davon übrig ist. Ich hatte es unten in den Abwasserkanälen versteckt für den Fall. Für den Notfall? Ja, ehrlich. Mir ging es zwar heute nicht besonders, aber... Wegen Ryan? Er kann nichts dafür, dass er so ist. Aber damit komme ich klar. Ich habe das Gefühl, mir geht es echt besser. Gratuliere. Danke, Tyson. Wofür denn?
Ich habe dir nicht geglaubt, dass du dich selbst geheilt hast. Aber jetzt glaube ich dir. Durch dich bin ich davon überzeugt, dass man sich selbst heilen kann, wenn man nur daran glaubt. Danke. Im Ernst, die einzige Chance, um zu überleben, ist der Glaube. Der Helikopter geht wieder. Kannst du die Welt retten? Bleib dran, du bist unsere letzte Hoffnung. Wo hast du die denn her? Von Casey. Und wo hat er... Es ist genauso wie früher, als wir hier angekommen sind. Ich dachte nur, wir fühlen uns sicherer, wenn wir für ein paar Nächte zusammenbleiben. Wo warst du denn? Klaue hat ein Ei gelegt. Oh, toll. Und wer kriegt es diesmal? Celine. Schon gut, Patsy. Du hast es gefunden, du darfst es essen. Das ist aber nett. Siehst du, wie schön es ist, wenn man teilen kann? Du kannst gerne was abhaben, Chloe. Nanu, was ist denn hier los? Das Motto unserer Gesprächsstunde ist teilen und Anteil nehmen. Du strahlst so, Amber. Ich weiß, wo Bray ist und wo die Locos sind. Hast du was zu essen gefunden? Nein, leider nicht. Tyzen, was machst du da? Ich verhänge den Spiegel. Wieso? Feng Shui. Spiegel im Schlafzimmer setzen schlechte Energie frei. Als ihr früher hier geschlafen habt, gab es da nie Probleme? Doch, manchmal schon. Das passiert nicht mehr. Gut. Und, wie sieht's aus? Soll ich euch was vorlesen? Ja. Chloe? Ja, ich habe auch keine Angst mehr. Was ist das? Ryan, Jack, Dell! Der Helikopter! Casey, was soll das schon wieder? Ich spiele! Kann ich auch? Ich auch! Willst du mich nicht um etwas bitten, Lex? Den Gefallen tue ich dir nicht. Dann lass es doch, ich brauche dich nicht. Look into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? Tell me, where do we go from here? Take me as you find me for what I am. And when I make mistakes, please understand. And as long as I know you're near, there is nothing